Auf diesem videotechnischen Wege möchte ich mich bei ARD Werbung mal bedanken. Hubert und Staller, zwei Polizisten in Wolfgangshausen/Bayern oder Franken, werden sie sicherlich unten drunter schreiben. Hubert und Staller, mittwochs 18.50 Uhr im ARD Werbeprogramm und 20.15 Uhr freitags im Bayerischen Rundfunk BR TV. Ja, Hubert und Staller erfreuen so sehr, dass ich, euer AWR Movie bzw. Medienkanzler, diesen Videoclip gemacht hat in Huldigung dieser zwei Schauspieler. Der eine Schauspieler war mal hier in Essen unterwegs bei Der letzte Bulle, Henning Baum. Der Henning Baum wohnt auch nicht allzu weit von diesem Studio entfernt. Und viele Künstler sind ja hier. Ja, gestern war auch der Herr Wendler da, richtig. Wir sind wieder da im Jahre 2016. Wir haben ja uns viel Zeit genommen. Wir haben uns eine Auszeit genommen, weil muss ja auch mal sein. Der Herr Wendler ist bei Filmpool zu erleben und auch dort unter Vertrag. Ja, meiner einer, euer Medienkanzler, ist ja jeden Tag hier vor Ort zu erleben und darum wurde auch dieser Videoclip gerade gemacht in Huldigung. Wie gesagt, diese Huldigung geht nur an die beiden, nein, an die gesamte Crew. Also erstmal an ARD-Team, die diese Serie da auf den Weg gebracht haben in ihrem Werbeblock. Dann die beiden Schauspieler, ja, die beiden Hubert und Staller darstellen und natürlich Grewitz. Also alle, vor allen Dingen die junge Lady, die dann aushalten muss. Dann der ehemalige Beleuchter, der jetzt Schauspieler ist. Ach alle, das sind Mundarten, die können es. Ihr merkt schon, meiner einer kommt aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Ruhrpott. Er spricht nicht mehr diesen Ruhrslang, das ist klar, weil der Ruhrpott, der existiert leider nicht mehr. Aber Hubert und Staller, Bayern, ARD, lange Rede, kurzer Sinn. Wer Lust und Laune hat, schaut es sich an. Meiner einer, euer Medienkanzler, hat sich die gesamte Staffel gekauft und auch den Spielfilm, den es dazu gab. Ja, das heißt also, Hubert und Staller wird eine lange Zeit einem, ja, und deswegen kamen wir natürlich auch auf die Idee, Wendler und der Heinz, Polizisten aus Nordrhein-Westfalen, zu machen. Dieser Videoclip ist nur deswegen jetzt gemacht worden, weil es geht ja ruckzuck, ja, sofort wurde geguckt. Sofort wurde, ne, finde ich gut, bis sehr gut angekommen sind, freuen wir uns wieder, dann ist wieder zu Ende. Deswegen freue ich mich persönlich, dass es jetzt gut war, dass wir es gemacht haben. Und deswegen sage ich in Huldigung von Hubert und Staller, Dankeschön, dass ihr so witzig seid. Ja, heute Mittwoch, 18.50 am 9.3.2016, fiel er da in die Grube. Ja, er fiel in die Grube, fand natürlich mal wieder eine Leiche. Mehr sage ich nicht, oder ne, habt ihr ja sicherlich selbst gesehen, die den Videoclip zu früh gesehen. 18.50 Uhr, meine lieben Freunde, das Arbeiten am Mittwoch und das Arbeiten am Freitag macht so viel Spaß, weil man weiß, abends kann man sich was Lustiges anschauen. Hubert Staller, ich meine, die Witzigkeit hat keine Grenzen. Und das ist jetzt ein Dankeschön, ein richtiges Dankeschön dafür, dass die ARD und der Bayerische Rundfunk und so weiter sich diese Geschichte ausgedacht haben. Und wir hoffen, jawohl, wir hoffen, wie auch ich selber, euer Medienkanzler, hofft, dass diese Serie ziemlich lange weitergeht, wenn diese Serie nicht sogar zu einem Dauerbrenner wird. Und deswegen ein Glück auf aus dem Ruhrpott zu euch Schauspielern, Regie, alle, die da rum, die gesamte, ja, ihr wisst schon, als Profi rufe ich also Glück auf und toi 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 am Set an die anderen Profis, die da schwer arbeiten müssen, um Hubert und Staller auf den Weg zu bringen. Recht herzlichen Dank für Hubert und Staller, wie gesagt, meine lieben Zuschauer, meine lieben Freunde und meine lieben Kunden. Wie ihr seht, habe ich die Huldigung gemacht und auf den Weg gebracht. Würde mich freuen, wenn ihr uns auch huldigt. Näheres kommt dann in einem anderen Block. Ne? Block, Block, jetzt mal raus.